Akita Inu-Hündin, Glaukom chronisch. Nach Aussagen einer auf Augenkrankheiten spezialisierten Tierklinik sollten beide Augen wegen Schmerzhaftigkeit entnommen werden. Der Patient ist vital, das heißt, er macht sich nicht viel aus seiner Erkrankung und deswegen ist das Blut unter dem Dunkelfeldmikroskop auch ebenso vital. Aber diese runden Zellen, die ihr seht, das sind die roten Blutkörperchen und die Verklebungen, das sieht aus wie so traubenförmige Anordnungen, die nennt man Leberinseln, weil die auf eine Störung im Leberstoffwechsel hinweisen. Glaukom ist eine Erkrankung, die immer etwas mit einer Belastung der Leber zu tun hat. Was ist überhaupt ein Glaukom? Es wird auch grüner Star genannt. Können das Hunde und Katzen auch kriegen? Ja klar. Das Kammerwasser im Auge wird produziert von den elastischen Fasern des Aufhängeapparates der Linse. Das nennt man den Ziliarapparat. Es fließt aus dem Auge wieder heraus durch die ganz am Rand der Hornhaut gelegenen Schlemmschen Kanäle. Die sind ganz hier am Rand. Dies funktioniert nur, solange diese Flüssigkeit klar und sauber ist. Logisch. Bei Leber- und Milchstörungen ist dies nicht mehr der Fall. Die Schlemmschen Kanäle verstopfen. Es entsteht ein gefährlicher und schmerzhafter Überdruck. In der herkömmlichen Medizin versucht man, die Kammerwasserproduktion durch chemische Medikamente zu reduzieren, was aber oft nicht langfristig funktioniert. Auch logisch. Solange der Hintergrund nicht betrachtet wird und vor allen Dingen therapiert, hat die Sache natürlich nur begrenzten Wert. Ursachen sind immer bei Hund und Katze, das kann ich zumindest beurteilen, eine Art von Fehlernährung, für die die Besitzer selbst verantwortlich sind. So ist das einfach. Diese Fehlernährung führt zu Fehlverdauung, diese zu Blutschäden, das sehen wir nachher noch, wie das aussieht, und da wiederum zur Leberbelastung. Und Leberbelastungen sind oft der Hintergrund für Augenerkrankungen. Sollte jetzt noch die Milz mitbeteiligt sein, die Milz als lymphatisches Organ, dann entsteht durch Verdichtungen des Kammerwassers, es wird einfach schmutzig und zäh viskös, entsteht ein Glaukom. Es kann nicht mehr genug abfließen. Und wir können uns kaum vorstellen, wie viel Kammerwasser tagtäglich wirklich produziert wird. Die Vorsorge ist klar, ist die 5E-Ernährung. Wenn jemand nach meinen Angaben seinen Hund oder seine Katze ernährt, wird er kaum in die Verlegenheit kommen, irgendwann über ein Glaukom klagen zu müssen. Darmsanierungen, Vitalstoffe für Blut und Leber, Dünnvital zum Beispiel, Kräuterhefe, Foie dünn, Foie heißt auf Französisch die Leber, und grüne Ampeltabletten, das sind Algen mit Spirulina-Komplexen. Wie sieht meine Therapie aus? Logisch wiederum Darmaktivierungskuren, die Umstellung auf 5E-Nahrung, Vitalstoffe allgemein, weil je besser alle Organe und die Darmflora und Magen-Darm-Wände, das ganze Immunsystem funktionieren, umso weniger kann die Leber belastet werden, das Blut verunreinigt und vor allen Dingen dann auch das Auge krank werden. Ein gesunder Hund, eine gesunde Katze sollte normalerweise keine degenerativen Augenerkrankungen bekommen. Lokal die homöopathischen Augentropfen. Ans Auge sollte keine Salbe, nach meinen Erfahrungen, nur wässrige Augentropfen. Das sind sehr gut die Chelidonium von Wala, die kann man sich frei in der Apotheke besorgen. Die Chirurgie, ich wende eine spezielle Laserchirurgieart an, das ist die transglerale Laserzyklophotokoagulation. TLCP. Wirklich kompliziert. Ich habe ungefähr 43 Jahre gebraucht, bis ich das auswendig gelernt habe. Aber ich mache es nachher mal in der Abkürzung und ich zeige vor allen Dingen, wie das funktioniert. Dann wird es eigentlich sonnenklar. So sah ein Auge vor der OP aus. Die TLCP mit dem Diodenlaser ist eine ganzheitliche, moderne Operationsmethode beim Glaukom von Hund und Katze. Durch die geschlossene Sklera des Auges wird der Ziliarapparat, der das Kammerwasser ja produziert, scarifiziert. Eine reaktive, produktive Entzündung ist die Folge
und dadurch eine Reaktivierung und Neujustierung der Eigenregulation der Bildung des Kammerwassers. Ein kleines Loch wird zum Abfluss des Überdruckes mit Laser gebohrt. Hier ist das Bild des Hundes 5 Stunden nach der Operation und hier ist der Hund einen Tag nach der Operation. 10 Tage später, Hund wohlauf. Schauen wir uns nochmal das Blut vor der OP an. Die Leberinseln hatten wir vorhin schon gesehen. Einerseits sehen wir die roten Blutkörperchen, doch teilweise angegriffen. Jedoch links oben der Granulozyt, das weiße Blutkörperchen, das ist schon ziemlich inaktiv, Teile sind schon verkalkt. Rechts davon, dieser helle Stern, das sind eigentlich mehrere von diesen verkalkten Granulozyten, die sich zu einem Kristallmüllhaufen zusammengeballt haben. Und die stören jetzt natürlich den Stoffwechsel der Leber. Hier sehen wir einen ziemlich groß gewordenen Symplasten oder kristallinen Müllhaufen. Und hier erscheint ein ganz fieser, aggressiver Radikalenschleier. Wird auch genannt Zyklode. Das ist das Blut 10 Tage später, schon recht sauber. Das Blut ist noch ein bisschen verklebt. Das ist 24 Tage später. Roten Blutkörperchen und wunderbar, die Granulozyten noch überfrachtet. Das Blut ist hier nach 6 Wochen. Schon sehr sauber, gute Blutkörper und das nach 8 Wochen. Noch besser. Dann nach 5,5 Monaten. Bumpenkatastrophe, der Hund hat sich einen Zwiebelrostbraten gestohlen. Rückfall, Auge wieder wie vorher. Der Hund musste sofort nochmal mit dem Laser operiert worden. Das Blut hier ist 4 Tage später. Und sieht schon mal wieder ganz ordentlich aus. Das ist das Blut nach weiteren 8 Tagen. Wunderbar, total sauber. Die Behandlung hat sich gelohnt. So, und das nach einigen Monaten. Das Blut ist sauber. Jetzt gilt es aber, das Auge und den Hund stabil zu halten durch eine vernünftige Ernährung und ohne Rostbraten. Hier noch ein kleiner Eindruck von der Katze. Das Vorgehen ist hier genauso. Die Katze wurde jahrelang vorbehandelt gegen Glaukom. So dick ist das Blut, was in der Kanüle ist. Dickes, schweres, verunreinigtes Blut. Hier sehen wir Dunkelfeldbilder, Philitbildung, stark aggressive Zyklodenfelder und auf der anderen Seite dann eben das verklumpte Blut. Schwerfällig auseinandergedrängt, verkalkte Granulozyten. Da kann man sich vorstellen, dass die Leber nicht gerade erfreut ist über dieses verunreinigte Blut und dadurch sich eben auch das Geschehen im Auge auswirken kann. Hier ist die Operation. Genauso mit dem Laser wie bei dem Hund auch. Das ist direkt nach der Operation, also die Aufnahme ist nicht gerade so glücklich, aber man sieht, dass der Druck jetzt abgefallen ist durch das Herausfließen der Flüssigkeit. Und das ist die Katze einen Tag später schon top.